Weltmeisterschaft ist entschieden, denn Verstappens Mega-Aufholjagd und viele Abflüge und Rotphasen überschatteten tatsächlich das vermutlich verrückteste Rennen der Season. Wir müssen unbedingt über den Grand Prix von Brasilien reden. Macht also gern das Plus weg und das Herz rot. Wir beginnen mal vor dem Start sogar, denn hier zeigte Lance Stroll tatsächlich einmal mehr seine vollkommene Lust hat. Denn ihm spinnte es doch tatsächlich während der Formation Lab weg. Und nicht nur, dass das, oder er crashte sogar, nicht nur, dass das schon krass genug gewesen wäre. Nein. Lance Strulovic legt noch eine drauf. Denn beim Zurückfahren auf die Strecke fährt der Brie nicht, obwohl es das ganze Wochenende geregnet hat. Nein, der Mann fährt nicht über den Asphalt. Er geht durch das Kiesbett. Also einfacher kannst du es gar nicht mehr haben, dass du sagst so quasi, ich will jetzt schon frei haben. Denn kein anderer Fahrer wäre so dumm gewesen, durch das Kiesbett zu fahren. Jetzt nehmt mir es nicht übel, aber ein Lance Stroll ist tatsächlich maximal lost. Und was hat der noch in der Formel 1 zu suchen? Das sind die 20 besten Fahrer des Motorsports und da gehört Lance Stroll absolut nicht dazu. Fangen wir mal dann direkt beim Startfail an, denn das war schon während der Formation Lab, sprich die musste ab- oder unterbrochen werden mit einer roten Flagge. Doch viele Fahrer missachteten dies, die gelben Flaggen, also diese blinkenden, und fuhren eine zweite Formation Lab, angeführt von Lando Norris, aber quasi jeder hat es ihm nachgemacht und dafür wurde auch ordentlich bestraft. Lando Norris kassierte 5000 Euro Geldstrafe plus Verwarnung, ebenso George Russell auf dem zweiten Platz. Die dahinter konnten sich rausreden und haben quasi gesagt, wir haben nur das gemacht, was die Vorderleute machen. Gut. Dann ging es aber endlich mal, hier haben wir dieses gelbe Licht, hier durfte man eigentlich nicht fahren, deswegen auch die Verwirrung bei vielen Piloten, die gar nicht erst gestartet sind, dann sich aber doch mitreißen haben lassen. Also für mich jetzt quasi, sollte es eine Strafe geben, für jeden eine Strafe gegeben und nicht nur für den einen, für diesen und diesen. Dann ging es los, natürlich einmal mehr eine Riesenverzögerung und der Start. Lando Norris hat ihn ein bisschen vermasselt, hat ihn direkt gegen George Russell verloren, den ersten Platz. Und dahinter wurde es schon spannend, denn Max Verstappen begann hier schon seine Mega-Aufholjagd, gerade seine erste Runde war sagenhaft. Viele haben natürlich noch ein bisschen vorsichtig hier gearbeitet und Verstappen war halt extrem aggressiv, gerade in Turn 1, hatte da wie ein Wilder drauf reingehalten. Ist immer alles gut gegangen und die Alpine vorne haben sich schon früh durchgesetzt, obwohl beide Racing Bulls da vorne waren. Finde ich das echt beachtlich, wie sich ein Esteban Ocon durchs Feld gearbeitet hat. Und Runde Nummer 1. Wer denn sonst, wenn nicht er? Sergio Perez. Der hat uns natürlich wieder zum Lachen gebracht. Spin in der ersten Runde mit einem Auto, das siegfähig ist. Ja, ich meine, der Mann ist von P12 gestartet und ist dann, oder von P11 gestartet. Nein, 12, glaube ich, ist er gestartet, dann 11. irgendwie ins Ziel gekommen. Also vollkommen total beschissenes Rennen und das war hier schon der Anfangspunkt. Und ja, Verstappen arbeitete sich dann schnell durchs Feld, an Lewis vorbei. Und hier sehen wir dann schon mal, dass Charles Leclerc ein paar Probleme hatte, sich am Alpine dran zu arbeiten. Die Pinken schienen da wirklich von einem anderen Stern zu sein. Denn man hat sich auch hier entschieden, einen anderen Reifendruck zu wählen. Auch wenn Ocon gesagt hat, so, wir haben gar nichts gewusst von Regen, obwohl das gesamte Wochenende prognostiziert war und ich mir das kaum vorstellen kann, dass man da hier nicht auf Regen spekuliert hat. Aber mal gut, lassen wir ihn mal in dem Glauben, dass wir glauben, dass er das nicht wusste. Ja, das war dann der erste Meilenstein quasi. In Runde Nummer 10 geht dann Max Verstappen an Oscar Piastri vorbei, der zu diesem Zeitpunkt aber auch etwas weiter hinten war. Und ja, Lewis ebenfalls, Runde Nummer 11. Der hat auch ein paar wilde Fehler gemacht, vor allem aber auch durchs Bouncing ausgelöst. Das Auto war seiner Meinung nach undrivable und wir haben liebst mit dem 1990er Senna McLaren da weitergefahren, weil das Auto war tatsächlich unfassbar unfahrbar, obwohl sein Teamkollege quasi das Gegenteil bewiesen hat. Und ich mich da jetzt tatsächlich frage, an was das gelegen haben könnte. Ja, einerseits meinte Toto Wolff, dass es tatsächlich das Setup gewesen sein hätte können, aber ich weiß jetzt nicht genau, was da schuld war. Ja, Lewis dann im Fight mit Cola Pinto, der auch ein paar asoziale Hardcore-Moves da auspackte und jetzt beginnt es
der Runde 25, Charles Leclerc biegt ab, bevor ihm Max Verstappen überholen hätte können und geht auf einen neuen Satz hinter. Das ist ein Schlüsselmoment, denn nur wenige Zeit später entschieden sich auch die anderen von der Spitze an die Box zu gehen. Hier 27, Norris jagt eigentlich das gesamte, den gesamten ersten Stint oder die gesamte erste Rennhälfte, George Russell, der wiederum konnte aber allen Angriffen standhalten. Und diese Szene hier, Runde 28, ja, rettete oder versüßte Max Verstappen den Tag. Denn Lando Norris, George Russell waren an der Box, Esteban Ocon war auf einmal führender im Rennen. Und ja, dann war schon Max Verstappen da, denn beide Racing Bulls winkten ihn natürlich vorbei, das war ja klar. Und ja, Nico Hülkenberg hat sich hier festgefahren auf seinen Hugel, das sieht man auch. Und das war halt auch das Problem, denn Red Flag kam dann raus. Er hätte hier nicht mehr weiterfahren können. Die Marshals schiebten ihn an und das war halt regelkonform. Es gab eine Disqualifikation im Rennen. Und das ist tatsächlich schon lang nicht mehr passiert, während eines Rennens die schwarze Flagge gezeigt zu bekommen. Also das ist dann schon mal eine Hausnummer. Obwohl es eigentlich eine ziemlich absurde Regel ist, ist es leider dann doch wirklich so geschehen. Hier sehen wir das Ganze, auch die Marshals tauchen ihm da an und das ist halt nicht erlaubt. Leider. So, dann kam erneut der Red Flag und als die Red Flag aus war, beziehungsweise die, das Rennen wieder los, nein, es kam Safety Car und das kam tatsächlich danach nochmal kurz darauf zu einem harten Unfall von Colapinto, dem glücklicherweise nichts passiert ist hier in diesem Crash, aber das war dann für die Rennleitung tatsächlich ja so ein bisschen das Signal, wir brechen das Ganze ab. Rote Flagge. Und hier zu diesem Moment war halt schon Esteban Ocon und Max Verstappen auf 1 und 2. Und die Jungs da vorne hatten halt megamäßiges Glück, dass sie erstens mal nicht von der Strecke geflogen sind und zweitens mal natürlich nicht gestoppt haben, wie alle anderen. Und das Auto sieht dann halt schon sehr heftig aus. Man kann aber wirklich vor Glück sagen, dass dem Mann nichts passiert ist. Guckt euch mal den armen Williams, ja, Mitarbeiter hier an. Der weiß halt genauso, oh, er ist der Cheftechnik-Ingenieur. Und der weiß dann so, oh, scheiße, nochmal so viel. Ich meine, wir hatten einen Totalschaden von Albon, einen Totalschaden, ja, sagen wir mal einen harten Schaden von Colapinto im Qualifying und jetzt nochmal diesen Schaden. Das ist ein fettes Minus und man muss bei Williams echt bei der Cross Cup jetzt mal richtig drauf achten. Dann ging es wieder weiter. Restart. Ja, Esteban Ocon konnte sich gut vorne mal wegsetzen und erster großer Fehler in Runde 34 von Lando Norris, der so ein bisschen neben die Strecke rutschte, eine Position dadurch verloren hatte. Und hier erneut der Ausfall, Runde Nummer 36, es ist diesmal Ollie Bearman, der andere Haas-Pilot, der in die Mauer fährt und kurz drauf in Runde 40, ja, eignete sich nochmal ein Ausfall von Carlos Sainz und wir bekamen erneut ein Safety Car und ich meine, was soll ich sagen, das war ja eigentlich, an diesem Moment war eigentlich Esteban Ocon knappe 4 Sekunden von Leclerc, von Verstappen weg, er hatte da wirklich alles unter Kontrolle, würde ich fast sagen und dann kam halt der Safety Car und beim Restart hat sich Verstappen dann Esteban schnappen können. Man muss wirklich sagen, das war so eine riesen Glückssache für Verstappen. Ich meine, zu diesem Moment war man da wirklich schon im gelobten Land. Auch Esteban Ocon schon auf der 2. Und Lando Norris verabschiedet sich. Der geht in der ersten Kurve weit und verliert nochmal mehr Plätze. Und ab diesem Moment war halt schon klar, so, die WM ist tatsächlich gelaufen. Wir werden da nochmal drauf blicken, was passieren muss, damit, sagen wir mal, die Weltmeisterschaft Chancen für Lando Norris in Las Vegas noch erhalten bleiben. Hier sehen wir dann den Abflug oder den Abfahrt, der musste dann in die erste Kurve weit gehen und verlor ein paar Plätze. Perez in einem harten Fight gegen Liam Lawson in Runde Nummer 55 und wir wissen ja, er könnte sein Nachfolger werden und genau deswegen mag Perez das glaube ich auch nicht so, der hat da wirklich hart gefightet, aber ja, so aggressiv wie Lawson ist, ich würde fast sagen kaltschnäuzig, ich bin kein großer Fan von ihm tatsächlich, denn er ist mir zu aggressiv, zu aufmüpfig, aber vor allem auch natürlich zu respektlos, ich meine,
der hat noch nichts geleistet in seiner Karriere und probiert hier schon den großen Marker zu machen. Wobei dieser Move, dass er da außen drauf bleibt, ziemlich stark war, muss man sagen. Hier sehen wir das Ganze dann auch. Natürlich hat es auch wem was gebracht, Lewis Hamilton. Der konnte nämlich dann durchschlüpfen und konnte Perez überholen, der wiederum keinen einzigen Punkt holen konnte. Ja, natürlich ist es cool für Lawson, dass der da wieder Perez was gezeigt hat, aber Red Bull würd sich dann schon freuen, wenn die mehr Punkte holen würden als das Juniorenteam. Dann haben wir das Double Podium für die Alpine-Jungs. Starkes Wochenende tatsächlich. Man holt 40 Punkte und in der Konstrukteurs-WM hat man da gleich drei Plätze gut gemacht. Werden wir uns dann noch im Anschluss angucken. Die Jungs, die sich eigentlich gar nicht verstehen, liegen sich hier in den Armen und man sagt, sie sagten auch so, ja, wir sind keine Freunde, das hat aber auch nichts mit diesem Sport zu tun, weswegen wir trotzdem heute feiern werden. Und das finde ich eine ganz tolle Einstellung. 16 Positionen aufgeholt von Verstappen und 35 Punkte. Waren sorry, keine 40. Und hier haben wir also das finale Klassement. Stroll, Albon, Hülkenberg, Colapinto und Sainz mussten leider frühzeitig beenden. Guan Yu Zhou, es hätte das Rennen der Sauber werden können. Doch man hat es vermasselt, man hat wieder keinen Punkt geholt. Und das dann zu einem Rennen, wo 5 Leute ausfallen, schafft man es dennoch nicht, den einzigen Punkt zu holen. Das ist eine schwache Leistung und ich glaube auch wirklich, dass das ihr Matchball gewesen wäre. Man hätte an diesem Wochenende tatsächlich endlich punkten können. Gerade wenn die Konkurrenz so viele Fehler macht, gerade wenn es so ein Wetter ist. Man muss Risiko gehen, aber das Auto war anscheinend nicht fahrbar. Guan Yu Zhou, eine 4. Ich muss hart sein, denn unter solchen Bedingungen muss man eigentlich zeigen, was man kann. Und dass man dennoch nach nur einem halben Rennen, also ist ja erst nach der 30. Runde, wie wieder alle zusammengepfercht, wann ist es da wieder weitergegangen? Dass man da trotzdem fast eine ganze Runde hinten ist, das finde ich eine ganz schwache Leistung. Fernando Alonso, ja, beklagte Rückenschmerzen. Und ich glaube tatsächlich auch, das glaube ich ihm tatsächlich auch. Der bekommt eine 3. Valtteri Bottas hat alles versucht, bin ich mir auch fast sicher. Aber auch diese Spins im Matsch und so. Ja, ich will nicht weiter darüber reden. Eine 4. Behrmann hatte das schwächste Rennen in der Formel 1, seitdem er da ist. Für mich eine klare 4. Viele Fehler, viele Crash verursacht. Aber er ist noch jung. Das bedeutet, das ist auch noch nicht so gravierend. Perez, eine 5. Also ich glaube wirklich, da muss ich nicht mehr sagen. Der Rookie-Fehler, der Spin, ein Mann, der seit 13 Jahren in der Formel 1 fährt, dem darf sowas nicht passieren. Max Verstappen, fehlerfrei, man kann sich ein, zwei Fehler erlauben, aber ja, das, was Perez da gemacht hat, auch dieser Fail mit dem Wettreifen, ich verstehe, er hätte natürlich aufgehen können, aber ja, bei Verstappen hat man es auch nicht gemacht, also ich bin mir da gar nicht sicher, ob das wirklich so eine gute Idee war. Hamilton bekommt für mich auch nur eine 3, weil das war auch ein schwaches Rennen, viele unerwartete Fehler, war aber knapp hinterlassen. Der für mich eine 3 bekommt, obwohl, nein, warum eine 3? Nein, der bekommt eine 2 tatsächlich. Oscar Piastri eine 3. Ich glaube, ja, muss natürlich schützen, es war Pech mit der Strafe. Aber ja, sonst ist, glaube ich, ja, Yuki Tsunoda 1, ganz klar. Ich meine, starkes Rennen, auch wenn es ganz vorne nicht gereicht hat. Lando Norris, boah, ganz schwache Leistung. Also wirklich viele Fehler, natürlich von der roten Flagge, von Safety Car und richtig geworden, aber man muss auch sagen, fahrerisch war es jetzt nicht gerade eine 1A-Leistung, eine 3. Lando Norris, Charles Leclerc auch eine 3, obwohl, ja, selten unter solchen Bedingungen hätte eigentlich Leclerc zeigen müssen, was geht. George Russell, ja, der ist eigentlich gerobbt worden, muss man sagen, denn durch diese Red Flag Safety Car Sache ist er wirklich der quasi Sieg oder das quasi Podium vorgenommen worden. Er hat es aber auch dann nicht geschafft gegen Gasly oder gegen Ocon da irgendwas auszurichten. Für mich bekommt der eine 2, dennoch Pierre Gasly eine 1, Esteban Ocon eine klare 1 und auch Max Verstappen, mein ja, klare Nummer 1, ich meine, mit so einem Vorsprung unter regnerischen Bedingungen kann man da nicht viel mehr sagen. Hier haben wir die Weltmeisterschaft und wir haben jetzt den 62 Punkte Vorsprung von Max Verstappen, sprich, sollte Lando Norris im nächsten Rennen, er muss mehr als 2 Punkte als Verstappen holen, sonst ist die WM gelaufen. Das ist eine harte Challenge tatsächlich und kann natürlich auch schief gehen, aber ich glaube, bei Las Vegas könnte McLaren da wieder die Nase vorne haben oder auch Ferrari vielleicht wieder mitmischen. Charles Leclerc auf der 3 hat mittlerweile Oscar Piastri überholt und ist auch nur noch, ja, das sind
eigentlich nur noch 24 Punkte. Also das ist noch machbar, der Vize-Champion für Charles Leclerc, aber Weltmeister wird er nicht mehr. Oscar Piastri auf der 4, Carlos Sainz abgeschlagen auf der 5 und George Russell überholt Lewis Hamilton. Die sind auch knapp zusammen. Perez erneut wieder keine Punkte und da rutscht immer mehr Alonso und Hülkenberg auch keine Punkte. Die Konstrukteurs-WM ist allerdings viel spannender, denn mit ihren 35 Punkten geht man gleich 3 Plätze nach oben und wirft Haas, Racing Bulls und Williams nach unten. Kick Sauber ohne Punkte, McLaren ja eigentlich vorneweg da, mit 36 Punkten, das ist eine gute, komfortable Vorsprung. Red Bull könnte sich theoretisch noch Ferrari holen. Ich glaube, für den Titel wird es nicht mehr reichen. Mercedes, ja, die sind da auch abgeschlagen, werden auch 4. Platz vermutlich werden. Immerhin holt man da mehr Windkanalzeit raus. Und das ist quasi mein Bild des Tages. Ich verstehe halt auch nicht diesen Ring, aber für heute soll es das mal gewesen sein. Ich finde, das war tatsächlich ein spannendes Rennen. Mein Endwort ist eindeutig. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Diesmal war es Glück auf Verstappens Seite, dank Safety Car, dank Red Flag, dank guter Strategie, aber auch durch einen harten und starken Race, durch eine harte und starke Race Pace. Ich würde mich dennoch freuen, falls ihr noch nicht habt, dass ihr gern hier kostenlos abonniert für viel mehr Formel 1. Morgen oder übermorgen geht es dann weiter mit der MyT und natürlich wird es dann auch später mit Andretti und Call of Duty weitergehen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.